Frische Zutaten in freier Kombination. Kein Nahrungsmittel, das nicht in einer Suppe landen könnte. Lange aus der Mode geraten, sind sie heute wieder in. Suppe gibt ein gutes Gefühl. Suppe ist die älteste gekochte Mahlzeit. Vor langer Zeit hat einer einen heißen Stein genommen, Wasser und weitere Zutaten hineingegeben und das Ganze hat sich verändert. Wenn ich irgendwo essen gehe, dann erkenne ich an der Suppe den Koch. Aus Rüstabfällen kocht Vreni Giger ihren berühmten Gemüsefond, die Basis für ungezählte Suppenkreationen. Eine gute Bouillon, ob aus Gemüse oder mit Fleisch, entsteht durch stundenlanges Ziehenlassen auf dem Herd. Bei uns heißt die Sittfleischsuppe. In Österreich ist das Tafelspitz, in Frankreich Pot-au-feu, in Italien kennt man das so was Ähnliches, Bulito Misto, da kommen dann halt einfach noch Würste und Speck mit rein. Heute schöpft die Gomio-Köchin des Jahres 2003 von der Fleischbrühe für ein traditionelles Suppenrezept, das sie von ihrer Mutter gelernt hat. Die Verwandlung der Sittfleischsuppe in eine gebundene Suppe gehörte einst zur wöchentlichen Menüabfolge. Man hat immer am Donnerstag eine Sittfleischsuppe angesetzt, hat dann so Freitag oder Samstag, Mittag sage ich jetzt einmal, die Bouillon gegessen. Samstag hat man das Sittfleisch gegessen mit der Suppe und dem Gemüse zusammen. Und am Sonntag gab es dann die restliche Brühe noch mit Eigelb und Sahne verfeinert und das war dann unsere Appenzeller Sammetsuppe. Und weil aus der Bauerntochter in der Zwischenzeit eine Sterneköchin geworden ist, verfeinert sie die samtene Sonntagssuppe noch mit weißen Trüffeln. Ungarn gilt als das Suppenland schlechthin. Im einstigen Vielvölkerstaat haben die verschiedenen Küchen Europas ihre Spuren hinterlassen. Entsprechend vielfältig sind die Suppenrezepte, die von Obstsuppen bis zu den bekannten Gulaschsuppen reichen. In Ungarn gehört zu jeder Mahlzeit eine Suppe. Oft besteht das Mittagessen der Familie Szenteski einfach aus einer nahrhaften Suppe mit viel frischem Gemüse, Kartoffeln oder Nudeln und wenig Fleisch. Die Köchin hat ihre Variationen der traditionellen Gulaschsuppe heutigen Essgewohnheiten angepasst. Ich erinnere mich, wenn ich noch klein war, dass meine Großmutter und meine Mutter immer Suppe gekocht hat. Also ich könnte Mittagessen ohne Suppe nicht vorstellen. Also das ist so wichtig. Es ist wirklich so ganz schön warm und alle sitzen zusammen und wir beginnen zu essen und mit der Suppe. Jedes Jahr, Mitte September, steigt im südungarischen Kalocsa ein großes Fest. Es ist das Erntedankfest zu Ehren der Paprika. Hobbyköchinnen und Köche aus der ganzen Region sind mit ihren traditionellen Kesseln angereist. Schon am frühen Morgen liegt ein verführerischer Duft von gebratenem Speck und Zwiebeln in der Luft. An einem der über 100 Stände ist ein Team am Werk, das normalerweise in einem 5-Stern-Hotel am Herd steht. Imre Marezi will die traditionell fettigen ungarischen Suppen mit seinen Eigenkreationen weiterentwickeln. Die Tomaten wachsen sich von der Stielen. Und es gibt so einen geilen so Pflanzengeschmack für die ganze Speise. Super geil. Paprika, Tomaten, Knoblauch, Speck und Zwiebeln. Sind sehr wichtig, wenn man so eine ungarische Suppe kocht. Als Küche, wir haben eine Aufgabe, diese ganze alte Tradition ein bisschen erfrischen und ein bisschen umbauen. Deswegen benutzen wir mehr frischere Zutaten, also mehr frische Zutaten, Olivenöl zum Beispiel, außer Schweinefett und Gänsefett. Und das macht schon unsere Suppen noch lebendig, noch gesünder. Eine Zutat aber darf auch in der modernen ungarischen Küche nie fehlen.
Im 16. Jahrhundert von den Türken in Ungarn eingeführt, ist Paprika heute das wichtigste Markenzeichen der ungarischen Küche. Damit ja nichts anbrennt und sich der Geschmack voll entfalten kann, nimmt der geübte Koch den Kessel vom Feuer, wenn er das Paprikapulver beigibt. Ungarische Suppen sind, dank dem Paprika, etwas ganz Besonderes. Heute ist Paprikafest. Da wird natürlich allen Speisen Paprika beigegeben. Das sieht man an der schönen Farbe der Gerichte. In Ungarn haben wir auch sehr gute weiße Suppen. Aber Paprika gibt der Suppe das gewisse Etwas. Wir essen gerne scharfe Speisen. Deshalb würzen wir die Suppen mit verschiedenen Sorten von Paprika. Gegen Mittag nehmen die Suppen langsam Gestalt an. Fachleute gehen von Stand zu Stand und lassen sich die Rezepte erklären. Der Variationen gibt es endlos viele. Auch fast 500 Jahre nach der türkischen Besetzung werden immer noch neue Gulaschsuppen erfunden. Der Name geht auf ein Eintopfgericht der Magyaren zurück. Heute ist Gulasch in Ungarn eine Suppe mit Zwiebeln, Paprika und weiteren Zutaten. Nach rund 4 Stunden Kochzeit ist es endlich soweit. Ob Sauerkrautsuppe, Hühnergulasch, Paprika mit Fisch, Kutteln oder ein Rehgulasch, wie es Imre gekocht hat, für jeden Geschmack findet sich die richtige Suppe. Vorausgesetzt, man liebt den Geschmack von Paprika. Das ist ganz falsch, wenn jemand das denkt, dass wir in Ungarn nur Gulaschsuppe kochen. Aber Gulaschsuppe ist unser bestes Gericht. Oft werden diese Suppeneintöpfe auch weiterentwickelt und als Fleischgericht mit Zutaten gereicht. Wie hier im Imres Rehgulasch. Auch im kalifornischen Berkeley hat man die Freuden der kulinarischen Welt entdeckt. Hier befinden sich zahlreiche Lokale mit exquisiter Küche auf engem Raum. Darunter auch eine Suppenbar. Mark Kelly und Linda Della waren vielgereiste Geschäftsleute, bis sie sich mit der Gründung ihres Suppen-Takeaways einen lang gehegten Traum erfüllten. In dieser Gegend gibt es zahlreiche Qualitätsrestaurants. Deshalb müssen auch wir ein sehr gutes Produkt anbieten. Der Schlüssel dazu sind Top-Zutaten. Wir kaufen so weit als möglich bei lokalen Produzenten und verwenden biologische Zutaten. Und diese sind es, die wir sprechen lassen. Uns selber versuchen wir, so weit als möglich zurückzunehmen. Stunden bevor die Suppenbar um 11 Uhr vormittags ihre Türen öffnet, sind die Köche an der Arbeit. Alles wird frisch zubereitet. Täglich kocht man in Berkeleys Suppenbar mindestens 6 verschiedene Suppen, darunter immer auch vegetarische. Was früher in jedem Haushalt Tag für Tag und in langer Arbeit zubereitet worden ist, wird nun, dem heutigen Lifestyle angepasst, in der Suppenbar vorgekocht und als edle Fertigmahlzeit angeboten. Teil unserer Geschäftsidee war, eine sehr nahrhafte Mahlzeit anzubieten, die man als Fertiggericht mitnehmen kann. Suppe ist Slow Food. Ihre Zubereitung beansprucht sehr viel Zeit. Man muss viel schneiden, hacken, steht lange am Herd. Aber einmal gekocht, ist sie ein sehr nahrhaftes Produkt, das man schnell und einfach mitnehmen kann. Für sich allein oder für die ganze Familie. Die Suppenauswahl an der Bar variiert von Tag zu Tag. In den wenigen Monaten seit der Eröffnung haben Linda und Mark ihr Sortiment stets weiterentwickelt. Heute haben sie über 100 verschiedene Suppen im Angebot. Um die Qual der Wahl zu erleichtern, lässt Linda ihre Gäste probieren. Ein Angebot, das rege genutzt wird. Wir lassen die Leute hier probieren, weil man die Suppe aufgrund seiner Laune auswählen muss. Habe ich Lust auf eine leichte Suppe oder auf etwas Herzhaftes oder mit viel Gemüse drin?
Mit unserer Auswahl hoffen wir, den Leuten etwas für ihr momentanes Gefühl anzubieten. Je nachdem, ob sie gerade etwas Leichteres mögen oder etwas mit größeren Stücken drin, das nahrhaft ist. Das Soup Takeaway in Berkeley ist kein Einzelfall. Suppenlokale sind in den letzten Jahren in den USA und in Europa in Mode gekommen. Nicht zuletzt, weil sie ein frisches Produkt anbieten, das gesunde Ernährung und Fastfood zu einer Symbiose vereint. Rund 12 Millionen Kilogramm Nahrungsmittel liefert die San Francisco Food Bank jährlich in die zahlreichen Suppenküchen der Stadt. Angestellte und Freiwillige der St. Anthony Foundation verarbeiten die gespendeten Nahrungsmittel zu Mahlzeiten für Bedürftige. Was hier gekocht wird, hat wenig zu tun mit der Armensuppe, die Graf Rumford im 18. Jahrhundert erfunden hat und deren Ziel es war, die Mägen der Armen mit einer möglichst billigen Brühe zu füllen. Bei St. Anthony werden Mahlzeiten zwar in großen Mengen, aber mit viel Liebe fürs Detail zubereitet. Ich habe in großen Hotels gekocht, im Marriott und im Grand Plaza. Das hier aber unterscheidet sich völlig von all meinem bisherigen Kochen, weil wir nie wissen, wie viel von was wir zur Verfügung haben. Das ist eine Herausforderung, aber meist bringen wir was Gutes auf den Tisch. Helfer und Helferinnen erhalten Anweisungen für den Service. Täglich sind im Dining Room 500 Freiwillige im Einsatz. Bevor die ersten Gäste vormittags um 10.30 Uhr hinein dürfen, müssen zahlreiche Vorbereitungen getroffen werden. Während Suppen in schicken Restaurants und Bars im Trend sind, legt man bei St. Anthony Wert darauf, gerade nicht dem Image der Suppenküche zu entsprechen. Suppe habe ich hier noch nie gekocht. Davon sind wir Welten entfernt. Wir kochen Eintöpfe und Curries. Was uns einschränkt, sind die täglich fast 3000 Mahlzeiten. Dafür brauchen wir meist sehr große Töpfe. Ian hat den Eintopf für den Mittag bereits am frühen Morgen angesetzt. Während das Irish Stew in der Küche von St. Anthony langsam gar wird, ist in der Kirche nebenan eine Morgenmesse im Gang. Hier wohnen auch zahlreiche regelmäßige Gäste des Dining Rooms bei. Allerdings bekommen sie von der heiligen Handlung nicht viel mit. Nach einer durchwachten Nacht in San Franciscos Straßen finden Obdachlose in den Bänken der St. Boniface-Kirche für ein paar Stunden Ruhe, Schlaf und Sicherheit. Im Laufe des Vormittags bildet sich vor dem Dining Room langsam eine Schlange. In einer ersten Schicht ab 10.30 Uhr werden Frauen, Kinder und Behinderte eingelassen. Ab 11.30 Uhr ist der Dining Room offen für alle. Wer hierher kommt, muss sich nicht ausweisen und erhält eine vollwertige Mahlzeit. Kostenlos. Nährwert ist wichtig. Viele der Leute, die bei uns essen, sind wirklich darauf angewiesen, um zu überleben. Deshalb muss es gesund sein und mit Liebe serviert. Bei St. Anthony werden die Kostgänger wie Gäste behandelt. Diese Philosophie geht auf den Franziskanerpater Alfred Bödecker zurück, der 1950 den Dining Room gründete, um die Armut zu bekämpfen. Damals wurden täglich 400 Mahlzeiten geschöpft. Heute sind es zwischen 2000 und 3000.
Für viele ist die warme Mahlzeit bei St. Anthony überlebenswichtig. Doch der Dining Room ist gleichzeitig mehr als bloß ein Ort, wo es etwas zu essen gibt. Dort draußen ist der Dschungel. Hier drinnen haben wir einen sicheren Hort. Die Leute hier sind nett, sie sind freundlich mit uns. Das ist nicht einfach Show, das kommt von Herzen. Ich esse am liebsten bei St. Anthony. Hier auf meinem Tablett sieht man, es gibt einen kalten Drink, Butter zum Brot, einen Hauptgang, Gemüse, Dessert und ein schönes Stück Wassermelone. Von meiner monatlichen Rente kann ich gerade mal ein Busabonnement und meine Miete bezahlen. Deshalb komme ich zum Essen hierher, um am Leben zu bleiben. Die Zahl der Bedürftigen hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Momentan sind ein Drittel der Gäste hier ehemalige Soldaten, Veteranen aus dem Vietnam- und den Irakkriegen. Wir sind der Überzeugung, dass der Staat die Funktion eines Sicherheitsnetzes haben muss. Jeder Staat trägt soziale Verantwortung und muss sich um seine Bürger kümmern. Zurzeit aber ist das Sicherheitsnetz in den USA zerrissen und wir müssen versuchen, die Leute aufzufangen. Wir sind sozusagen die Hände unter dem Sicherheitsnetz. Die Trockensuppe wurde vor rund 100 Jahren erfunden, um die Ernährungssituation bei den Fabrikarbeitern zu verbessern. Dank diesen neuen Produkten waren nun auch Arbeiterinnen in der Lage, für sich und ihre Familien ein warmes und sättigendes Mittagessen zu kochen. In der Folge hat die Beutelsuppe einen wahrhaften Siegeszug angetreten. Im Lauf der Jahre wurde das Suppensortiment erweitert und verändert. Rolf Steiner kreiert seit 25 Jahren Suppen für Knorr. Seine neueste Erfindung ist die Maroni-Suppe, die im Herbst 2006 auf den Markt gekommen ist. Im Prinzip kann man jeden Tag eine neue Suppe erfinden. Ob sie dann das Marketing will oder einführt, das ist wieder was ganz anderes. Also ich bin sicher, dass ich über 300 Suppenrezepte in der Schublade habe, die schon entwickelt wurden, aber bis jetzt noch nie eingeführt wurden. Wenn Rolf Steiner eine neue Suppe erfindet, wägt er alles genau, damit das Ganze später reproduziert werden kann. Dann kocht er eine ganz normale Suppe mit frischen Zutaten. Erst wenn diese Suppe in Farbe, Konsistenz und Mix den Vorstellungen des Erfinders genügt, folgt der nächste Schritt: die Umsetzung des Rezepts in eine Trockensuppe. Es ist nicht einfach, wenn man eine Suppe kocht, das frische Gemüse sieht und dann umzustellen auf trocken. Die Bindung wird ganz anders gemacht, das Gemüse sieht ein bisschen anders aus. Es hat einen Vorteil, alle Gemüse werden, wenn sie getrocknet oder gefriergetrocknet sind, praktisch gleich lange gekocht. Das erleichtert die Rezeptur ein bisschen. Aber sonst ist die Umstellung eigentlich das Größte. Rolf Steiner hat in seiner Erfinderküche Schränke voller Pulver, Stärken, Extrakte und Aromen zur Verfügung. Dazu kommen getrocknete und gefriergetrocknete Gemüse aller Art. Die einzelnen Zutaten müssen nun in den richtigen Mengenverhältnissen aufeinander abgestimmt und zusammengemischt werden. Schließlich soll die Trockensuppe möglichst genau dem aus frischen Zutaten zubereiteten Original entsprechen. Trotz seiner 25-jährigen Erfahrung bereitete dabei die Rezeptur der Knorr-Jardin-Suppen ihrem Erfinder ziemliches Kopfzerbrechen. Die große Schwierigkeit war ja, dass wir 80% Gemüse in die Suppe bringen und keine Stärke, nichts gebrauchen konnten. Wir mussten die Bindung also mit frischen Kartoffeln machen und dann das Gemüse noch draufsetzen. Und
Das war relativ schwer, weil wenn man bedenkt, dass eine Litersuppe ungefähr 8% Salz hat und die Gewürze, dann bleibt nicht mehr viel Spielraum, um etwas anderes wieder Gemüse reinzumachen. Bevor eine neue Suppe in die Produktion gehen kann, unterziehen Vertreter der Marketingabteilung das Resultat noch einmal einer kritischen Prüfung. Dabei beurteilen sie die Konsistenz der Suppe, die sogenannte Stückigkeit und auch die optische Wirkung, genauso wie den Geschmack. Ist natürlich auch eine große Investition, die man tätigt. Wir müssen schauen, dass die Suppe das Publikum, den Schweizer in der Westschweiz, in der Deutschschweiz, in der italienischen Schweiz breit anspricht, um auch unsere Businessziele auch zu erreichen. Und da ist intensive Auseinandersetzung mit den Konsumenten in Gruppendiskussionen, in Degustationen gefragt, dass wir wirklich das Optimum erreichen und dort für den Konsumenten was Tolles machen, aber auch für uns. Dann ist es endlich soweit. Vor der Produktionsanlage in Thayingen stehen die aus aller Welt stammenden Zutaten für 700 Kilogramm Jardin-Beutelsuppe bereit. Zuerst werden die pulverisierten Ingredienzien in den Mischer geschüttet. Es folgt ein kleiner Teil Paprikaextrakt und zum Schluss die gefriergetrockneten Gemüsebeilagen. Die Mischung enthält, wie es die Rezeptur vorschreibt, einen Gemüseanteil von 80%. Von der fertigen Mischung wird eine Probe genommen und in die Testküche gebracht, wo sie mit der entsprechenden Referenzsuppe verglichen wird. Für die Prüfung werden die beiden Pulver ganz normal mit Wasser angerührt und aufgekocht. Mit scharfem Auge, feiner Nase und erfahrener Zunge werden die beiden Suppen nun miteinander verglichen. Erst wenn alles stimmt, kommt die neue Mischung in die Verpackung. Die 700 Kilogramm Suppenpulver werden in rund 13.000 Beutel abgefüllt. Jeder Beutel enthält 2 Portionen Gemüsesuppe. Die Trockensuppe im Beutel kann über ein Jahr lang aufbewahrt werden. Macht man sich aber erst einmal ans Kochen, ist sie in 5 Minuten fertig zubereitet. Vormittag in Marseille. Die Fischer verkaufen ihren Fang vom Morgen direkt am Hafen. Zahlreiche verschiedene Fischsorten sind im Angebot. Jede schmeckt ein wenig anders. Entsprechend sorgfältig wird ausgewählt. Wer das berühmteste Fischgericht Marseilles kochen will, eine Bouillabaisse, der braucht mindestens 5 verschiedene Sorten Fisch. Im kleinen Hafen des Vallon des Eaufs, etwas abseits vom Zentrum, werden die Zutaten für die Bouillabaisse direkt angeliefert. Der Koch vom Restaurant Chez Fanfan wartet bereits auf den frischen Fang. Ursprünglich war die Bouillabaisse ein Gericht, das die Fischer aus Fischresten kochten. Das heißt nicht, dass sie schlechten Fisch verwendet hätten. Es war einfach Fisch, der nicht verkauft werden konnte, weil er nicht mehr ganz frisch war. Man gab diese Fische in eine Pfanne, dazu etwas Tomaten, Zwiebeln und Gewürz.
Dann kam Wasser dazu, das sich durch das Kochen wieder reduzierte. Daher auch der Name Bouillabaisse. Von Bouillir für Kochen und Baisse für runter. Bouillabaisse, runterkochen. Das war die originale Bouillabaisse. Mit der Zeit hat sie sich demokratisiert. Sie wurde in Restaurants serviert. Und wegen der hohen Fischpreise ist das einstige Armengericht heute eine Luxusmahlzeit. In der Küche des Fanfan stehen die Zutaten für die Bouillabaisse bereit. Zusammen mit den Zwiebeln werden als erstes die Fische für die Suppe angebraten und mit Weißwein abgelöscht. Weitere Zutaten kommen hinzu. Zum Schluss, anstelle von Wasser, ein paar Kellen Fischfond. Das Ganze muss nun gut 3 Stunden kochen. Marseille ist mit rund 800.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Frankreichs und sein wichtigster Hafen. Jedes Jahr besuchen tausende Touristen die südfranzösische Hafenstadt. Für sie gehört das kulinarische Markenzeichen von Marseille, die Bouillabaisse, zum Reiseprogramm. Dies führte zu einem Konkurrenzkampf unter den Restaurants. Viele versuchen, mit Billigangeboten zu locken. Um den drohenden Qualitätszerfall zu stoppen und die echte Marseiller Bouillabaisse zu retten, formulierten deshalb traditionsbewusste Küchenchefs in den 1980er Jahren die Charte de la Bouillabaisse. Es gab zu viele Fälschungen. Das ist genau gleich, wie wenn Kleider gefälscht werden. Leider ist das erste Kriterium für eine gute Bouillabaisse der Preis. Unter einem gewissen Preisniveau kann man keine Bouillabaisse mehr kochen. Deshalb hat man damals ein Label kreiert, um den Leuten zu sagen, man kann zwar überall in Marseille Bouillabaisse essen, aber nur in ausgewählten Restaurants werden gewisse Regeln befolgt. Nach 3-stündigem Garen ist es soweit. Die Fische haben ihren Geschmack an die Suppe abgegeben. Nun wird das Ganze passiert. Zur Verfeinerung der edlen Suppe wird großzügig Safran beigegeben. Dann kommen mindestens 5 verschiedenartige Fische hinzu, die während rund einer Viertelstunde in der Suppe garen. Das Festmahl beginnt mit der Fischsuppe. Und bereits haben auch die in der Suppe gegarten Fische ihren ersten Auftritt. Die Bouillon muss leicht, aber gut parfümiert sein. Wäre die Bouillabaisse eine schwere Suppe, hätten die Leute nach 2 Tellern schon genug. Aber das Ziel des Spiels ist es, das Ganze hat nämlich etwas Spielerisches, abwechslungsweise etwas Bouillon zu kosten und dann wieder etwas Fisch. Während die gegarten Fische angerichtet werden, genießen die Gäste die Bouillon. Bereichert mit Croutons, die sie mit Mayonnaise bestreichen. Auf den Fisch folgt wieder Suppe. Und dann wieder Fisch und so weiter. Das Mittagessen dauert bis spät in den Nachmittag hinein.